Lotze denn so? Ich hab mich gerade gefragt, ob du wohl die Axt nach mir wirfst, wenn ich frage, ob ich dir helfen kann. Ja, richtig geraten. Ich riskier's mal. Meinst du, es gibt irgendeine Chance, dass wir das Kriegsbeil da begraben, solange wir hier sind? Ich bin zwar hart im Nehmen, aber ich glaube, wir vermiesen den anderen die Tour, wenn wir so weitermachen. Ja. Kann sein. Tut mir echt leid, dass ich nicht an die Feuerzangenbowle gedacht habe. Halb so wild, ich hätte auch nicht gleich so hochgehen müssen. Aber ich hasse einfach das Gefühl, wenn ich mich auf jemanden nicht verlassen kann. Kann ich verstehen. Obwohl ich eigentlich ganz zuverlässig bin, zumindest bei wichtigen Sachen. Ach, im Vergleich zu Olivia zum Beispiel? Zum Beispiel. Ich weiß, ich habe neulich eine Arschbombe in Fettnapf gemacht, dass ich dich als verwöhntes Söhnchen hingestellt habe. Dann fang auch nicht wieder damit an. Ja, du redest nicht gerne über deine Vergangenheit, ich weiß. Ich wollte auch nur sagen, dass ich ziemlich klasse fand, was du gemacht hast. Ich meine, dass du für deinen Vater in den Knast gegangen bist. Was ist jetzt? Wollen wir das Holz rein oder lassen wir die Bande noch ein bisschen bibbern? Hier. Schaffst du das denn? Du meinst mit meinen Puddingärmchen? Ja, genau. Jetzt komm.